Ja, also, Wissenschaft und Technologie mögen an dem ganzen Elend schuld sein, aber wenn wir jetzt sagen, wir lassen Wissenschaft und Technologie sein und der Schaden ist halt da, wie wir ihn jetzt angerichtet haben und fangen jetzt an, plötzlich in die Steinzeit zurückzukehren, dann ist der Schaden trotzdem angerichtet. Und was wir bisher bei unserem ganzen Szenario noch gar nicht beachtet haben, ist, dass das Klima härter wird. Das bedeutet, die Anbaubedingungen für Lebensmittel werden härter. Irgendwelche Trottel haben gemeint, ja, dann steigt halt der Meeresspiegel ein bisschen, ist ja nicht so schlimm. Nein, wir werden alle verhungern, weil es Dürren gibt. Und dann gibt es tatsächlich wieder Hungersnöte, die es seit dem 17. Jahrhundert gefühlt nicht mehr gegeben hat. Das wird passieren. Nicht, dass der Meeresspiegelanstieg, ja, dann gehen halt ein paar Inseln unter, wenn man es jetzt mal wirklich böse formulieren möchte. Aber wenn du denkst, in Deutschland, das betrifft dich nicht, weil bei uns nicht so viele Inseln untergehen, außer die paar da, ja, schade drum, die sind hübsch. Das betrifft uns sehr wohl. Wir werden einfach verhungern, schlicht und ergreifend. Ja? Und auch wenn der Wald komplett verschwindet, ohne Holz, ist auch schwierig. Mag jetzt vielleicht nicht so schlimm klingen, weil man kann ja noch Plastikschüsseln nehmen, aber auf die Dauer ist ohne Holz echt schwierig. Weil außerdem gibt es da noch so eine kleine, ganz unbedeutende Tatsache, die zum Beispiel auch fehlt, wenn man den Regenwald abhackt. Sauerstoff. Schon mal gehört? Unwichtig. Ganz unwichtig. Die Weltsauerstoffproduktion, also die Nachlieferung, wird größtenteils von den Algen im Meer gemacht. Ja? Aber der Regenwald spielt doch so sehr eine Rolle, dass das komplette Fehlen von dem Ding wirklich ein Problem darstellt. Das ist am Rande angemerkt. Ja? Also wir müssen jetzt nicht instant ersticken. Aber langfristig gesehen hat das definitiv gravierende und globale Konsequenzen. Und das glaubt mir komischerweise jeder. Das ist, ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Das ist etwas paradox. Wenn du sagst, es gibt einen Klimawandel, da bin ich jetzt nicht überzeugt. Wenn du sagst, wir kriegen Probleme mit dem Regenwald abhacken, das glaubt mir jeder. Noch nie hat mal irgendwer sich beschwert, wenn ich sage, Regenwald abhacken ist böse. Das kapiere ich nicht. Naja, egal. Jetzt müssen wir uns also mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen und wie machen wir das? Und jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht, mal die gängigen Lösungsansätze aufzulisten und ein bisschen zu erklären. Die gängigen. Es gibt noch mehr, ja, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt auch noch andere. Und ich habe jetzt bewusst die Kernkraft mal weggelassen, weil seit die technische, sehr große technische Fortschritte gemacht hat, wird zu Recht, auch unter meinen Videos, finde ich sehr gut, diskutiert, ob man nicht drüber nachdenken kann, ob es nicht vielleicht wirklich einfach eine scheiß Idee war, aus Kohle und Kernkraft gleichzeitig aussteigen zu wollen. Weil Kernkraft mag böse sein, ist sie ohne jeden Zweifel. Und sie mag gefährlich sein, ist sie auch ohne jeden Zweifel. Aber sie ruiniert uns erstmal nicht das Klima. Ja, und ob wir jetzt ein paar Jährchen später aus der Kernkraft aussteigen oder früher, in einer Zeit, wo es auf jedes Jährchen weniger CO2-Emissionen ankommt, da kann man mal drüber nachdenken. Ich sage nicht, das müssen wir machen. Ja, das sage ich nicht. Ich sage nur, man kann mal drüber nachdenken, zumal die neuen Technologien, die in diesem Bereich eben entsprechend entwickelt worden sind. Also wie heißt das Zeug? Weiß ich nicht mehr. Aber es gibt wirklich Reaktoren inzwischen, die deutlich weniger fehleranfällig sind, die sie einfacher abschalten lassen, die zum Teil sogar noch irgendwelchen radioaktiven Müll weiterverwenden können und die Zeit, die das Zeug dann noch nachstrahlt, drastisch reduzieren. Okay, ist jetzt Wurst, ob es nur 10.000 Jahre strahlt oder ein paar Millionen. Ehrlich gesagt, scheißegal. Ne? Also für unsere Probleme, die wir gerade haben, völlig unerheblich. Aber man kann ja mal das Ding ansprechen. Und ich habe es damit getan. Ich habe mich jetzt dazu auch nicht sonderlich eingelesen. Ich habe es mitgekriegt, dass es da solche Möglichkeiten gibt. Ich finde es interessant. Ich werde mich bei Gegebenheit irgendwann auch mal selber damit noch weiter auseinandersetzen. Allein schon aus persönlichem Interesse. Ob ich dazu mal ein Video mache, weiß ich nicht. Weil das ist ein Thema, da bin ich wirklich überhaupt nicht Fachmann. Ja? Das hat überhaupt nichts mit der Natur zu tun, so gar nicht. Außer mit Physik. Und damit kenne ich mich nicht besonders aus. daher kann man das dann sein lassen. Der Rest, der jetzt kommt, davon habe ich im Rahmen meines Ressourcenmanagement-Studiums, ne, das war ja auch Teil meines Studiums, schon mal ein bisschen was gehört. Davon abgesehen, man bildet sich ja auch weiter, man setzt sich damit auseinander und irgendwann kriegt man hier und da noch mal ein bisschen was mit, ja. Aber natürlich ist es nicht, das möchte ich schon der Ehrlichkeit halber hinzufügen, mein absolut krasses Fachgebiet. Es gibt Leute, die studieren nur das, die kennen sich dann natürlich dann besser aus. Oder die machen nur das oder arbeiten in dem Sektor und so weiter. Gut, Probleme der Welt. Wir brauchen Energie, was zu essen, Platz,
Und das müssen wir uns noch irgendwie alle vertragen, damit das einigermaßen so funktioniert. Davon abgesehen wäre es noch gut, wenn dabei nicht sämtliche Arten aussterben. Oder zumindest die Aussterbearte ein bisschen sinkt. Ja, das wäre noch schön. Gut. Thema 1. Energie. Was wir mal da machen? Wir brauchen die verfluchte Energiewende. Ja? Also lasst uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wer da anderer Meinung ist, da kann man jetzt drüber streiten, aber früher oder später brauchen wir diese Energiewende. Man kann die Energiewende noch hinauszögern, indem man wirklich noch Kernkraft zwischenschaltet. Dann muss der Ausbau vielleicht nicht ganz so schnell erfolgen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sage nicht, das muss man machen. Noch besser wäre, man macht gleich komplett regenerativ, dann hat man es weg. Ja, meiner Meinung nach. Aber das mit der Kernkraft ist eine Option. So, aber alles andere als weg von der Kohle und hin zu komplett regenerativen Energien, das halte ich für Mumpitz. Ja? Großen Mumpitz, gewaltigen Mumpitz. Denn regenerative Energien ermöglichen, das ist technisch möglich, man muss es nur umsetzen. Und jetzt müssen wir mal im Hinterkopf behalten, das mag Geld kosten. Aber was ist passiert, wenn wir es nicht machen? Ja? Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand, und ich bin Wissenschaftler, ja, deshalb kümmere ich mich, interessiert mich der wissenschaftliche Stand, werden wir alternativ alle sterben. Ja? Das ist so. Das sagt zwar so keiner, aber wenn man sich die entsprechenden Szenarien entsprechend ein bisschen anguckt und sich überlegt, was das bedeutet, dann bedeutet das genau das. Wir werden alle sterben, wenn wir es nicht irgendwie hinkriegen, diesen ollen Klimawandel zumindest ein bisschen aufzuhalten. Ja? So. Da haben übrigens dann die Friday for Future jungen Menschen durchaus recht. Mhm. Ihre Argumente und ihre Forderungen mögen manchmal nicht umsetzbar sein, aber recht haben sie. Ja. Was gibt es für regenerative Energien? Es gibt Erdwärme, es gibt Wasserkraft an Land oder Wasserkraft an der Küste. Da könnte man dann zum Beispiel noch ein Gezeitenkraftwerk hinzufügen. Das wäre auch nochmal was Wichtiges und was Interessantes, was durchaus Potenzial theoretisch haben könnte, aber nach wie vor so ein bisschen im Forschungsstadium sich eher befindet. Dann haben wir die Windkraft, die zusammen mit der Photovoltaik als die beiden Hauptdinger gezählt werden, die weltweit wahrscheinlich noch am ehesten den Hauptteil der regenerativen Energie ausmachen werden. Und Windkraft hat man neulich schon behandelt. Photovoltaik möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen intensiver ansprechen, aber bevor ich das tue, noch kurz Erdwärme. Was ist Erdwärme? Naja, wir bohren ein Loch, das ist so tief, dass es bis in den warmen Erdkern reicht, nutzen dann die Wärme, die aufsteigt, um bei uns irgendwas anzutreiben. Ja, wenn die Wärme warm genug ist, kannst du damit auch eine Turbine antreiben, sei es mit heißer Luft, sei es mit heißem Wasser, um dann wieder durch die Drehung Strom zu erzeugen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, die Wärme direkt zum Heizen nutzen natürlich. Ja? Theoretisch gibt es auch noch, Moment, das hatte ich auf, das auf einem anderen Zettel, die Biomasse, die man verheizen kann. Ja, das geht. Das hat den Vorteil, dass es mal ausnahmsweise nicht vom Wetter abhängig ist, so wie die anderen Alternativen, beziehungsweise von der Uhrzeit. Aber das hat auch nicht so viel Potenzial, weil Biomasse braucht man noch für andere Dinge. Zum Essen, zum Bauen, zum Liegen lassen, um den Naturhaushalt einigermaßen am Laufen zu halten. Aber ich wollte es ja nur gesagt haben. Gut, jetzt kommen wir mal zur Photovoltaik. Da muss ich kurz noch was lesen und dann geht's weiter. So, da gibt es ja jetzt diese lustigen Theorien, dass weil ja jetzt die Förderungen auslaufen, dass keiner mehr baut und so weiter und so weiter. Ja, diese lustigen Theorien gibt es. Die Zahlen sind aber, dass der Ausbau der Photovoltaik weltweit übrigens derzeit viel schneller vorangeht, als das von sämtlichen maßgeblichen Experten prognostiziert wurde. Ja? Also es läuft. Es läuft so richtig. Problem, das muss man gleich dazu sagen, die schlucken erstmal bei der Herstellung relativ viel Energie bzw. CO2-Äquivalent, je nachdem in welchem Maß man das jetzt messen möchte. Der Ressourcenverbrauch als größer Ressourcenverbrauch zur Herstellung von Solarzellen, also Photovoltaikanlagen, ist erstmal ziemlich groß. Wir hatten ja beim Windrad gesagt, innerhalb von einem Jahr spätestens amortisiert, Moment, ich sage dieses Wort immer falsch, ich habe da echt so einen Sprachfehler. Gucken wir mal nach. Ich habe sie auf dem Zettel. Ja, Amortisierung war richtig. So heißt's. Ja, also die Solarzellen amortisieren sich innerhalb von 2 bis 3 bis 4 Jahren, wenn es dumm läuft. Ja? Gibt welche, das geht noch mal ein bisschen schneller. Das hängt natürlich auch immer hier wieder davon ab, wo baut man die Teile hin, beziehungsweise baut man sie beweglich, baut man sie nicht beweglich, am Hang, am Äquator, direkt in der Sahara geht es zum Beispiel relativ flott. Bei uns dauert es erheblich länger.
Im Polarbereich dauert es noch länger, weil da ist ja nur die Hälfte des Jahres überhaupt irgendwie Sonne, dafür dann immer, aber immer nur ein bisschen, mit nicht besonders viel Einstrahlung. Und man kann auch, wie ich bestätigen kann, in Grönland mit einem Solarpanel irgendwelches Zeug aufladen, das geht schon, nur gigantische Energiemengen da zu produzieren, ist dann wieder ein bisschen schwierig, ne? So, zurück zum Thema beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge. Die Sonne produziert täglich 12.000 Mal so viel Energie, wie wir als Menschheit derzeit verbrauchen. Gut, jetzt ist auf der Hälfte des Planeten gerade Nacht, dann ist es noch 6.000 Mal so viel Energie, wie wir als Menschheit gerade verbrauchen. Wobei, ja gut, der Tag ist ja auch nur zur Hälfte Nacht. Dann ist es doch wieder 12.000. Leider muss die Energie noch durch die Atmosphäre, das ist an der Atmosphärenaußenkante sozusagen. Da kann man sie dann schon nochmal halbieren, dann sind wir spätestens bei den 6.000. Das reicht aber. Na, sollte man meinen. Wenn wir also die komplette Erdoberfläche, das nicht geht, mit Photovoltaik zuklatschen oder einen riesigen Photovoltaikschirm in die Stratosphäre rausschießen, was zumindest Science-Fiction-technisch interessant ist, und nicht unmöglich. Ja? Also es ist nicht völlig unmöglich, es macht nicht viel Sinn, aber es ist nicht völlig unmöglich. Dann kriegt man das problemlos hin, bis in alle Ewigkeit, auch bei einer Weltbevölkerung von 50 Milliarden Menschen mit noch erhöhtem Energieverbrauch, irgendwie die Weltbevölkerung mit Energie zu versorgen. Ja? Also das Potenzial der Photovoltaik ist unendlich, quasi, ne? Also praktisch unendlich. Leider klappt es noch nicht ganz. Wir haben aber Wirkungsgrade von den Photovoltaikanlagen. Das finde ich immer ein bisschen traurig. Die sind höher als die Photosynthese. Die Photosynthese braucht aber auch keinen riesigen Ressourcenverbrauch, um hergestellt zu werden. Aber so durchschnittlich, also so über alle Anlagen hinweg, da gibt es auch technisch Unterschiede, das müssen wir jetzt alles gar nicht so diskutieren, da kommen wir so auf ungefähr 20%, ne? Mit Weiterleitung, mit Umleitung und so weiter und so fort, also den Netto-Wirkungsgrad. Das ist 15% sein vom Sonnenlicht. Da das Sonnenlicht aber extrem energiereich ist, ist das immer noch toll. Und das ist allemal besser, insbesondere wenn weiterer technischer Fortschritt stattfindet und erstmal die ganze Speicher- und Weiterleitungstechnologie und so weiter und so fort vorhanden ist, ist das allemal besser als natürlich jede nicht regenerative Energie. Es hat auch mehr Potenzial, wenn die Entwicklung dann weitergeht, als die Windkraft. Die Windkraft hat allerdings einen geringeren Flächenverbrauch. Also so pro contra Windkraft versus Solartechnik. Windkraft braucht weniger Platz, Solartechnik braucht mehr Platz. Solartechnik hat aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, halt relativ einfach auf Gebäude gestellt zu werden. Wie viel Platz verbraucht man dann? Gar keinen quasi. Also wenn wir alle Dächer damit zuklatschen würden, das wäre eine gute Sache. Da spricht überhaupt nichts dagegen, das hätte keinerlei negative Auswirkungen. Abgesehen vom Ressourcenverbrauch erstmal für die Herstellung. Aber nach 4 Jahren ist das wieder drin und ab dann wird gespart. Das Doofe ist, diese 4 Jahre, das ist so ein bisschen so ein Wehmutstropfen. Das tut so ein klein bisschen weh, dass man erstmal noch mehr CO2 raushauen muss, damit es dann in 4 Jahren besser wird. Und das ist also auch schon wieder das Gleiche, was wir als Menschheit schon immer gemacht haben. Wir holen uns einen Kredit bei der Zukunft. Beziehungsweise bei unseren Enkeln, wenn man so möchte, die noch gar nicht geboren sind. Da holen wir uns einen Kredit, dass wir deren Ressourcen jetzt verbrauchen, damit es uns gut geht und die dann entsprechend keine mehr haben. Das ist also so ein bisschen der Haken. Man ist sich ziemlich sicher, dass man 2100 wahrscheinlich die weltweite Energieversorgung durch Photovoltaik gelöst haben wird. Obwohl, und das ist damit einberechnet, das ist wichtig, das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass das mit einberechnet ist, bevor mir das jetzt jemand in die Kommentare schreibt. Obwohl der Stromverbrauch an der Energie, die wir generell brauchen auf dem Planeten, ne? Also Energie ist ja Heizung, ne? Also grundsätzlich alles, was man verbrennt, was dann in irgendeiner Form physikalisch Energie erzeugt, ne? Zum Beispiel verbrennt. An dieser Primärenergie, die wir so brauchen, um unseren Lebensstandard halten zu können, selbst wenn wir den jetzt abspecken und beginnen, nachhaltiger zu werden, was auch ein Teil der Lösung natürlich sein muss, das ist ganz wichtig. Das habt ihr mir auch ein paar Mal in die Kommentare geschrieben, das möchte ich jetzt nochmal betonen. Aber selbst wenn wir dieser Energie, dieser Stromverbrauch noch steigt, weil wir mit dem E-Auto rumfahren, mit dem E-Flugzeug fliegen gegebenenfalls, mit dem E-Boot schippern und so weiter, dann ist das alles trotzdem noch lösbar und man vermutet bis 2100 beim aktuellen Stand der Entwicklung, und bisher wurde dieser ja unterschätzt, ja, die tatsächliche Entwicklung ist schneller als diese Schätzung, bisher, das mag sich nochmal ändern, aber bis 2100 haben wir keine Energiesorgen mehr auf dem Planeten, auch nicht mit 10 Milliarden Menschen. Auch das ist mit einberechnet.
bis 2050, und das sind ja nur noch 30 Jahre, nicht mehr ganz, na doch, fast, bisschen mehr als 30 Jahre, aber das ist irrelevant, geht man von 30-50% der weltweiten Energieversorgung in Photovoltaik aus. Das sollte bis dahin wirklich sehr realistisch sein, das ist eine vorsichtige Schätzung. Auch hier ist der zunehmende Strombedarf durch E-Mobilität mit eingerechnet. Nicht nur E-Mobilität, sondern generell alles, was man dann bis dahin mit E betreiben kann. Klingt jetzt nicht so, als ob man jetzt mit Photovoltaik allein alles lösen kann, das will auch keiner. Weil es gibt ja auch weiterhin noch die Windkraft. Und mit der Windkraft und der Photovoltaik könnte man dann auf, na sagen wir mal so 60% weltweit, 70% weltweit sicherlich kommen. So, jetzt stellen wir noch ein bisschen Wasserkraft dazu, dann sind wir bei hoffentlich so um die 80%. Jetzt haben wir ein Problem. Wo kriegen wir jetzt die restlichen 20% her? Bissel was aus Biomasse-Heizkraftwerken, vielleicht 5. Na, vielleicht, das mag vielleicht schon zu viel sein, und jetzt haben wir noch 15 übrig. Sagen wir, haben wir 17 übrig, wir nehmen 3 aus Biomasse, Heizkraft, Gedönse. Wo Geothermie geht, geht Geothermie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt sind wir bei den 15%. Und wo sollen die jetzt herkommen? Und das ist jetzt scheiße, weil wir schaffen es bis 2050 nicht. Ja? Nach den entsprechenden Prognosen nicht bei den wirtschaftlich noch einigermaßen tragbaren Anstrengungen und nicht bei der aktuellen Willen der Politik, das bis dahin zu schaffen. Mehr wäre möglich, man könnte die Photovoltaik auch noch so weit ausbauen, dass wir gleich bei 100 sind. Also nicht nur mit Photovoltaik, aber zumindest mit der Windkraft zusammen könnte man auch mit beidem auf 100 kommen, wenn das politisch gewollt ist. Das ist aber derzeit noch nicht Stand der Prognose, und die letzten 15% sind dann entweder immer noch Kohle oder Atomkraft. Zumal ja nicht jedes Land, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, aus der Atomkraft aussteigen möchte. Und die Länder, die dann auch Atomkraft haben, die könnten ja vielleicht ein bisschen mehr Atomkraft verwenden und wir anderen dann ein bisschen mehr regenerativ. Aber man muss bei regenerativen Energiequellen ja auch immer sagen, die sind standortabhängig. Du kannst also nicht in der Polarnacht mit Solar arbeiten. Geht halt nicht. Ja? Du kannst an den Polarregionen wohl mit Wind arbeiten, da musst du aber aufpassen, dass das Ding nicht dauernd umgepustet wird, weil da gibt es Stürme, die überleben die Windräder dann wieder nicht. Es wird also schwierig. Eine mögliche Lösung wäre, es wohnen nur noch ganz wenig Leute in den Polarregionen. Andererseits, die tauen auf, dann wird es jetzt viel wohnlicher. Schwierig, ne? Gut, wir waren eigentlich bei der Photovoltaik. Was muss ich dazu noch sagen? Warum sind die besser geworden, als man denkt? Ja? Und warum sind sie besser geworden als ihr Ruf? Es gab 3 wesentliche Entwicklungen. Gegen die Erwartung aller Experten, nämlich Gründe, die Dinger werden deutlich günstiger, weil in der industrialisierten, mechanisierten, durchaus sehr in ja, ökonomisch einfacheren Herstellung, die inzwischen vorliegt, sind die Teile einfach viel billiger geworden. Ha? Also die Kosten der Herstellung von den Teilen haben enorm abgenommen. Das macht sie natürlich zum besseren Verkaufsargument, zum Verkaufsschlager. Dann werden eher welche gebaut. So, zweitens. Die sind leistungsfähiger geworden und werden damit auch attraktiver. Logisch, ne? Und damit sind sie auch schneller rentabel, dass man mit den Teilen auf dem Dach also auch schneller Geld verdient. Das heißt, man hat die Kosten, die ja sowieso geringer sind, schneller wieder drin, und ab dem Moment sparst du bzw. machst Gewinn, wenn du in Solarzellen investiert hast. Und drittens, die Niedrigzinspolitik der sämtlichen Weltbanken, also nicht nur die EZB macht ja derzeit Niedrigzinspolitik, sondern auch die anderen, gerade die Amis haben ja jetzt gerade wieder den Leitzins auch gesenkt, führt dazu, dass du gar nicht so viele Alternativen hast, wo du dein Geld anlegen kannst. Der Bank geben ist eine blöde Idee, da musst du noch Strafzinsen zahlen, wenn es dumm läuft. Das heißt, du musst in irgendwas anderes investieren. Nicht jeder kann sich ein neues Grundstück und ein neues Haus kaufen, aber viele Mittelständische sind in der Lage, sich ein paar Solarzellen zu leisten. Und da liegen die Gründe. Und das ist gut. Das ist verdammt gut. Ich finde das schön. Und für die ganz Reichen sind sie natürlich auch interessant, um sie gleich direkt beim Hausbau, wenn du in Immobilien investieren möchtest, gleich oben drauf zu setzen. Auch interessant. So. Probleme mit Solarzellen. Die werden in den Kommentaren sowieso auftauchen, deshalb kann ich sie gleich sagen. Einspeisesicherheit. Ja? Wir haben ja schwankenden Stromverbrauch, und mit regenerativen Energieerzeugern, die nur tagsüber funktionieren, können wir natürlich einen schwankenden Stromverbrauch, insbesondere nachts, nicht decken. Da haben wir nachts überhaupt keinen Strom. Das heißt, wir brauchen Speichertechnik. Speichertechnik ist wieder sauintensiv an Ressourcenverbrauch.
Das kann man ein bisschen reduzieren bzw. ein bisschen einfacher machen, indem man vor allen Dingen mit dezentralen Solaranlagen arbeitet. Soll heißen, auf jedem Haus sind welche. Ja, dann hat jedes Haus seine eigene Energieversorgung und die Industrie kriegt dann eher die Windkraft, die auch nachts funktioniert. Zumindest bis zu einem gewissen Grad, wenn ich gerade die Fledermäuse vorbeikommen. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein Ansatz. Oder man muss halt dann anhand des Wetterberichts, wenn man weiß, okay, es wird die Sonne scheinen, der Wetterbericht ist inzwischen ja doch relativ zuverlässig, dann kann man, wenn man weiß, es wird ganz viel Sonne scheinen, halt in dem Moment anfangen, mal wieder eine Ladung Stahl zu schmelzen oder irgendwie sowas. Ja, also es wird Anpassungen der Industrie an die schwankenden Energiemengen einfach notwendig machen. Aber das ist ja nicht so, dass das nicht lösbar wäre. Es tun ja immer alle so, das ist ein Problem, dann können wir das nicht machen, dann müssen wir weiter Kohle verheizen. Ja, das ist halt auch doof. Klar sind es Schwierigkeiten, aber die sind alle lösbar. Das ist alles gar nicht so schwierig. Im schlimmsten Fall kostet es Geld. Wir müssen uns im Hinterkopf behalten, natürlich Ökonomie ist nicht egal. Ökonomie ist aber dahingehend, und das wäre wirklich eine politische Forderung, also wenn ich mir was von der Regierung wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, vergesst die verdammte schwarze Null im Haushalt, nehmt mal schön ein bisschen Geld auf, so 200, 300 Milliarden und investiert bitte in Klimaschutz. Das würde ich mir wünschen. Weil, ob jetzt unser Staat derzeit gerade Geld aufnimmt, bei der momentanen Zinslage sowieso von der EZB gewollt, betrifft uns erstmal nicht. Und ich glaube, ein paar mehr Staatszinsen, die mich bisher in meinem Leben auch nicht gestört haben, und die sind trotzdem hoch, tun uns weniger weh als der Tod. Aber gut, oder verhungern, verdursten, solche Sachen. Aber meine Meinung, ja, das darf man jetzt gerne anders sehen, aber wenn ich eine Forderung stellen dürfte, die umgesetzt wird, das wäre sie. Weltfrieden klappt sowieso nicht, aber 300 Milliarden in Klimaschutz investieren, das könnte man kurzfristig mal machen. Wäre wahrscheinlich dann nur halb so effizient, wenn man das klein und genau guckt, wo könnte man jetzt am besten Geld investieren, was auch immer. Aber mal so richtig Geld reinpumpen, damit auch jeder, der irgendeine Idee hat, sie einfach umsetzen kann. Jetzt fällt mir hier eine Eichel auf den Kopf. Aua! Böse Eiche! Böse! Gut, dass ich ein Polster im Hut habe, sonst... Voll auf den Schädel! Naja, dann können wir auch weitermachen. Ich glaube, das war der Hinweis, dass ich zurück zum Text soll. Genau, also Einspeisesicherheit, das war das eine Problem. Das andere Problem ist die Weiterleitung. Ja? Wenn wir meinetwegen die Sahara mit Desert, wie heißt das, Desert Tech oder ich weiß nicht mehr, wie das ursprünglich hieß, dieses Projekt, wo man in der Sahara riesige Solarfelder hinstellen wollte, finde ich nach wie vor gut. Das große Problem ist ja dann, diesen Strom zum Beispiel nach Europa zu kriegen mit einer riesigen Leitung unter dem Mittelmeer durch und dann durch Bayern. Und dann wird die Sache schon schwierig, ne? Nord-Süd-Trasse, wir kennen sie alle. Und ja, grundsätzlich definitiv ja, aber der Stromverlust bei solchen langen Strecken, über die man das transportiert, ist mit der momentanen Technik noch ziemlich groß. Andererseits, du kannst in der Sahara so viele Solarzellen aufstellen, wie du möchtest und die sind unendlich attraktiv und effektiv. Attraktiv auch. Sehen schön aus. aber gut, das ist noch ein Thema, aber auch das ist technisch lösbar und insbesondere viele dezentrale Anlagen auf jedem Haus reduzieren die Notwendigkeit an riesigen Strommengen, die durchs Land geschickt werden müssen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja? Was ist hier noch so? Ja, die Speicherung natürlich, ja, für nachts. Dann braucht halt jedes Haus seinen eigenen Akku. Viele kleine Akkus sind derzeit immer noch einfacher herzustellen und ressourceneffizienter herzustellen. Also was heißt kleine? Schon groß, aber nicht so gigantisch als einzelne gigantische Akkus mit Gigawattstunden an Kapazität. Vielen, vielen Gigawattstunden an Kapazität. Also 1000 Wattstunden, ne? 1000 Megawattstunden sind eine Gigawattstunde. Autsch! Also richtig viel. So. Was wir bei den Kosten zu Solaranlagen immer vergessen, bei den Kosten, beim Finanziellen, ist, es werden ganz oft, zumindest langsam fängt man an, aber früher wurden immer die externen Umweltkosten ignoriert. Also ein Kernkraftwerk, beziehungsweise ein Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk ist in der Stromerzeugung derzeit so ungefähr, also zumindest in Deutschland, so etwa auf dem gleichen Niveau, bis ein ganz kleines bisschen billiger bei der Stromerzeugung als Solarzellen. So ungefähr.
so in der Größenordnung bewegen wir uns. Vielleicht ist es auch noch ein Ticken besser. Das mag sein. Aber wir ignorieren bei dieser Rechnung die externen Kosten der Stromerzeugung mit Kohle. Und die externen Kosten der Stromerzeugung mit Kohle sind der Klimawandel. So. Und wenn man den nicht mehr ignoriert, sondern versucht, den mal einzupreisen, dann ist Photovoltaik und Kohle ist irgendwie so in dieser Größenordnung. Das war jetzt für diejenigen, die tatsächlich mir zugucken und nicht nur zuhören. Ja? Muss man auch mal ein bisschen Grimassen mit einbauen. Gut, dann haben wir noch das Problem mit der Biomasse. Kommen wir mal weg von der Photovoltaik, gehen wir hin zum Biomasseverbrennen. Regel Nummer 1, wenn man mit Biomasseverbrennen irgendwie Strom erzeugen will, dann immer als Kraft-Wärme-Kopplung. Ja? Also wir machen ein Biomasse-Heizkraftwerk. Wir machen niemals nur ein Biomasse-Heizwerk oder nur ein Biomasse-Kraftwerk, weil das ist ja Energieverschwendung. Wenn du das Zeug nämlich verbrennst und damit Wasser heiß machst und eine Turbine antreibst, dann kannst du gleichzeitig die Wärme nicht einfach im Nichts verpuffen lassen, sondern durch irgendwelche Rohre in nahegelegene Gebäude eben entsprechend weiterleiten, dann haben die schon gleich Heizung. Ja? Einfache Lösung, schöne Lösung, erhöht die Effizienz von den Teilen ganz enorm. Das ist also Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, man sollte an Biomasse nur verheizen, was wirklich übrig ist. Weil wenn man anfängt, jetzt Holz da reinzuschmeißen zum Beispiel oder extra Mais zu pflanzen, der dann am Ende in die Biomasse-Heizkraftanlage rein soll oder sowas. Oder man nimmt Gas, Biogasanlagen, ne? Die sind letztendlich sind die das Gleiche. Da wird es halt vorher vergast, bevor man es verheizt. Das macht den Transport gegebenenfalls einfacher, das macht die Verbrennung noch ein bisschen sauberer. Das ist vielleicht für die Betriebssicherheit ganz interessant, das ist auch aus finanziellen Gründen interessant und so weiter. Aber letztendlich, ob du Mais jetzt direkt da reinschmeißt zum Verfeuern oder vorher vergast, der Effekt bleibt sich der gleiche. Ich müsste jetzt nachlesen, wo da aktuell genau die Unterschiede liegen. Ja, das weiß ich nicht mehr ganz, das habe ich zwar mal irgendwann gelernt, aber ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen. Tatsache ist, die sind dann effizient, mehr oder weniger zumindest, aber zumindest so effizient, dass man sagen kann, au ja, Bau, wenn wir Material haben, das wirklich übrig ist und sonst keinen Zweck erfüllt. Beispielsweise Stroh, ne? Oder irgendwelche pflanzlichen Reststoffe, die sollte man dann wirklich vorher zu Gas verarbeiten, bevor man sie verbrennt, die ohnehin anfallen aus der Landwirtschaft, die man alternativ, damit sie irgendeinen anderen Nutzen haben, relativ umständlich in den Wald karren müsste und in den Wald werfen, damit sie den Wald düngen. Ja, das macht dann nicht unbedingt so viel Sinn. Und sowas kann man immer gut verheizen. Und spätestens dann sind die Biomasse-Heizkraftgeschichten, auch die Biogas-Geschichten, durchaus ein Thema. Oder man hat halt einen Betrieb, der sehr, sehr viel Gülle betreibt, erzeugt. Und dann kann man auch Gülle verheizen oder solche Sachen. So macht das Sinn. Beim extra Anbau der jeweiligen Sachen, die verheizt werden, macht das keinen Sinn. Da kann man so grob ungefähr die Grenze ziehen. Also manchmal hui, oft auch fui. Vorsichtig sein. Großer Vorteil, man kann die anwerfen, wenn die anderen Anlagen gerade keinen Strom produzieren. Wenn zum Beispiel bewölkt ist und windstill. Na? Kein Strom da, dann schmeißt du so ein Teil an und kriegst noch ein gewisses Maß an Notstrom. Dass man da mit diesem Notstrom nicht unbedingt Stahl schmelzen sollte oder Alu herstellen oder noch schlimmer Titan, das ist klar. Das wird dann halt in dem Moment nicht gemacht. Da muss die Wirtschaft sich darauf irgendwie einstellen. Akku leer. Ich habe hier als nächstes auf dem Zettel bei den großen Herausforderungen für die Menschheit, die irgendwie in Zukunft gelöst werden müssen, weil sonst schlimme Dinge passieren, Ernährung. Hauptproblem. Es ist kein schönes Thema. Es ist ein unglaublich trauriges Thema. Fleisch ist böse. Ach ja, traurig. Nein, es ist, kann einfach nicht sein. Bei der aktuellen Weltbevölkerung, insbesondere wenn jetzt Länder wie China plötzlich wohlhabend werden, angenommen irgendwann hat Afrika mal keinen Hunger mehr und wird auch wohlhabend, dann fangen die alle an, riesige Mengen an Fleisch zu konsumieren, so wie wir das jetzt schon seit Jahrhunderten im Grunde tun. Ne? Und das kann nicht sein. Im Grunde würde ich es denen ja gönnen, weil wir haben es ja auch schon ewig lange gemacht, aber es geht halt nicht, weil die Ressourcen sind halt nicht da für diese enorme Produktion an Fleisch. Jetzt gibt es ganz viele Zahlen, die euch die Veganer auswendig sagen können, weshalb Fleisch böse ist. Die haben damit alles komplett recht mit. Das Problem ist vor allen Dingen daran liegend, dass es politisch schwierig werden wird, wenn wir jetzt hingehen und Fleisch verbieten, beispielsweise, ja, im krassesten Fall. Weil erstens gibt es riesige Aufstände und
Zweitens wird das kein Politiker machen. Also nach aktuellem Stand kenne ich da niemanden, der da auch nur irgendwie das Potenzial hätte, das tatsächlich durchgesetzt zu bekommen. Jetzt mal von Kim Jong-un abgesehen, heißt der Un? Ich weiß gar nicht, welcher Kim Jong da gerade aktuell, egal. So wie jemand kann das natürlich, aber der hat da auch kein Interesse dran. Beziehungsweise die haben da ja eh nichts zu essen. Haha. Böser Witz. Es lässt sich einfach nicht durchsetzen. Ja, liebe Veganer, es mag sein, dass ihr das gerne hättet. Das kann ich ja auch irgendwo zum gewissen Grad verstehen und es wäre ökologisch gesehen auch echt sinnvoll. Aber nee, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Man kann natürlich freiwillig daran appellieren, an die Vernunft von uns allen, kein oder sehr wenig Fleisch zu essen. Das wird auch nicht passieren. Ja, mit Sicherheit wird das nicht passieren. Dafür ist bei uns Fleischfressern, die wir überzeugte Fleischfresser sind, so wie ich, egal wie sehr wir begriffen haben, dass das böse ist, einfach das Bedürfnis, die Lust am Fleisch, die Fleischeslust, wenn man so will, einfach zu sehr ausgeprägt. Das wird nicht funktionieren. Ja? Ich kann da für wirklich viele meiner fleischfressenden, aus Leidenschaft fleischfressenden Kollegen eben entsprechend sprechen und das wird nicht passieren. So, und deswegen müssen wir irgendeine andere Lösung finden. Mein Ansatz sieht irgendeine andere Lösung vor. Soll heißen, grundsätzlich kann man ja mal sagen, vielleicht funktioniert es mit der Vernunftmethode, den Fleischkonsum zu reduzieren. Sagen wir mal 30% runter. Ja? Nicht mehr 5 Würste auf dem Grill, sondern halt 3 und dann vielleicht noch ein Maiskolben. Die schmecken ja auch nicht schlecht. Oder ein Kräuterbutterbaguette oder sowas. Beispielsweise. Ja, nur mal beispielsweise. Das schöne Modell des Sonntagsbratens wurde ja viel diskutiert, dass man nur am Sonntag eine größere Menge Fleisch futtert und den Rest der Woche größtenteils vegetarisch lebt. Wer das hinkriegt, tipptopp. Ja, super. Oder wir essen mehr Wild. Wild mag teuer sein, ist aber von der Klimabilanz neutral. Macht nichts, ist null. Ja? Du speicherst jetzt auch nicht irgendwo CO2, wenn du Wild futterst, aber es ist null zusätzlich als anthropogen verursachte CO2 ausgebracht worden, wenn man Wild isst. Zur Zucht des Wildes, weil es ist nicht gezüchtet. Es hat hier im Wald sein ganz normales Leben genossen und hatte ein viel schöneres Leben als jedes Tier, das Tierhaltung erlebt hat, weil Tierhaltung ist nicht artgerecht. Artgerechte Tierhaltung gibt es nicht. Punkt. Das wäre also schon mal wichtig. Zwangsveganisierung wird nichts. Außer man will das mit Gewalt durchsetzen. Wohin das führt, können wir uns auch alle denken. Ist also keine gute Idee. Eine Steuer wäre eine Möglichkeit, dass man also Fleisch so besteuert, dass es saumäßig teuer wird. Man kann natürlich auch gesetzlich einfach die Tierhaltungsvorschriften so anspruchsvoll machen, dass jedes Tier so viel Platz hat, dass es automatisch so teuer wird, dass es sich nur noch die Reichen leisten können. Das wird einen entsprechenden Shitstorm bei den nicht reichen Wählern auslösen. Also ich glaube auch nicht, dass das politisch umsetzbar ist. Wäre eine Idee, kann man drüber diskutieren, aber ich glaube nicht dran. Was gibt es denn jetzt an Alternativen? Technische Alternativen. Was können wir machen, wenn wir die Vernunft nicht hinkriegen und den Willen zum Verzicht nicht erzeugen können? Gut, natürlich gibt es diese aktuellen Soja-Bratlinge, Weizen-Eiweiß-Würstchen und so. Ich esse sowas hin und wieder mal ganz gerne, ich persönlich. Ich kenne aber auch viele Leute, die sagen, bläh. Gerade eben die überzeugten Veganer nerven um meiner einer ja immer damit. Das braucht man gar nicht. Man kann so leckere Sachen aus der veganen Küche und so weiter. Du hast das nur noch nicht probiert. Ich mag kein Gemüse. Es schmeckt mir nicht. Ja, ich werde deswegen 10 Jahre früher sterben, aber dafür glücklich. Also ganz ehrlich, es schmeckt mir nicht. Ich mag das Zeug nicht. Du kannst es noch so lecker zubereiten, wenn die Grundzutat dir nicht schmeckt. Was willst du da dran kippen? Fleischsaft? Geht auch wieder nicht. Also, und ich bin dann wirklich nicht alleine. Ja, wir sind ignorante Arschlöcher, aber es ist so. Und das kriegt man nicht geändert. Schon gar nicht die Mehrheit von uns, also viele von uns. Ja, so ein paar von uns werden sich ein bisschen anpassen, so wie ich auch. Ich versuche auch, meinen Fleischkonsum deutlich runterzukriegen. Das klappt auch. Aber wegkommen auf keinen Fall. Und ich kann mal einen vegetarischen Tag machen. Ich kann einmal die Woche vielleicht sogar einen veganen Tag irgendwie überleben. Aber auch die Sonntagsbratenlösung, für mich persönlich ist das keine Option. Ja? Da könnt ihr mich jetzt hassen, aber ihr wisst ja sowieso schon, wenn ihr hier schon mal zugeguckt habt, dass ich kein Vegetarier bin und auch nicht werden werde. Auch kein Veganer.
Vegetarisch sein ist natürlich auch noch ein guter Kompromiss. Ja? Man muss ja nicht gleich vegan. Auch nochmal wichtig zu sagen. Gut, also, dieses ganze Weizen, Soja, sonst was Zeug, das ist natürlich eine Möglichkeit. Wenn die irgendwann mal besser schmecken würden, sieht bisher nicht so aus, als ob man das mit natürlichen Methoden noch hinkriegt. Deswegen gibt es ja eben entsprechende Versuche, da mittels Biotechnologie, also tatsächlich auch mit Gentechnik, um den bösen, bösen Namen mal auszusprechen, was aus biologisch, biochemischer Sicht bei gewissen Anwendungen vollkommen harmlos ist. Ja? Also sagen wir mal zu 99,9999% harmlos, dass da wirklich nichts passieren kann. Wie soll denn? Du nimmst genverändertes Material, spritzt du dir ja nicht in deine Zellen, sondern du isst es. Das wird sofort im Säurebad des Magens zersetzt. Das wird in keinster Weise irgendwie in deine eigene DNA einkloniert. Was soll die denn das tun? Das wäre ja ganz mal was Neues, wenn unser Körper plötzlich anfängt, unser Essen in unsere DNA einzuklonieren. Das macht keinen Sinn. Ja? Also das kann vielleicht, ne? Aber auch eine Tomate kann Krebs auslösen, theoretisch. Also ungefähr so in diesem Risikolevel befinden wir uns. Bei manchen gentechnisch veränderten Dingen, die wir essen, wohlgemerkt, ja, nebendran vorbeilaufen, am Feld vorbeilaufen, irgendwelche Dinge da abbekommen, irgendwelche entsprechenden sonst was Sachen da abkriegen. Das mag vielleicht ein kleines bisschen gefährlicher sein, aber Essen an sich ist relativ harmlos. Also da haben die Amis tatsächlich recht, meiner Meinung nach, dass die das nicht zwingend unbedingt wahnsinnig verbieten. Ich meine, man kann denen ja auch genfreies Essen, sogenanntes genfreies Essen, jedes Essen enthält Gene, jede Biomasse enthält Gene übrigens. Also der Wortbegriff Genfood ist so bescheuert, aber egal. Jedenfalls, das kann man bei denen ja auch kaufen. Wer das also unbedingt nicht haben möchte, der braucht das ja auch nicht essen. Aber die Option für die Nachhaltigkeit, für Leute wie mich, einen Fleischersatz herzustellen, der wirklich nach Fleisch schmeckt, ja? Und nicht nach Tofu-Würstchen, das nach Tofu-Würstchen schmeckt. Ja, aber man kann Tofu so würzen, dass es gut schmeckt. Ja, gut schmeckt es schon. Es schmeckt halt nur nicht nach Fleisch. Ja, das ist der springende Punkt. Und mit eben dieser Molekulartechnik, da kann man durchaus eben Fleischersatzprodukte erstellen, die wirklich nach Fleisch schmecken. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Bin noch nicht reingekommen an sowas. Teilweise werden die auch dann aus nicht so nachhaltigen Quellen produziert und so weiter. Aber technisch gesehen ist das wohl möglich. Ja, das ist also zumindest eine Alternative, eine Option, eine Entwicklung, die wir im Hinterkopf behalten müssen, die nützlich sein könnte. Und liebe Veganer, ihr müsst das Zeug ja nicht fressen. Ganz ehrlich, müsst ihr ja nicht. Ja? Das ist eher für uns Nicht-Veganer gedacht, die wir halt nicht vom Fleisch wegkommen, damit wir wenigstens weniger Fleisch essen. So müsst ihr das verstehen. Das ist nicht für euch, das ist für uns. Ihr könnt ja Blumenkohl oder was ihr halt gerne mögt. Ne? Das meine ich jetzt ganz ohne Ironie. Okay, wenn bei Blumenkohl schon, aber größtenteils ohne Ironie. Nicht böse gemeint. Dann gibt es noch fleischiger und trotzdem ressourceneffizient ist Laborfleisch. Wer das jetzt noch gar nicht kennt, ich erzähle es mal kurz. Wenn nicht, müsst ihr halt trotzdem zuhören oder halt aufhören zuzuhören, je nachdem. Das ist Video sowieso so lang, das werden nicht viele angucken, glaube ich, hoffe ich. Gut, Laborfleisch ist derzeit noch mit gewissen Maßen an tierischem Material hergestellt. Es ist also nicht so, dass da gar kein Tier für sterben musste, aber man kann da wirklich Tonnen von dem Zeug herstellen mit mehr oder weniger einem toten Rind plus einem toten Kalb. Man braucht nämlich derzeit noch, oder zumindest für die allermeisten Sachen, da wurde aber gerade dran geforscht, Kälberserum. Also das ist ein Zeugs aus dem Kalb, aus dem Kalbembryo. Mehr oder weniger sind es embryonale Stammzellen, ungefähr so kann man es übersetzen. Dafür muss man den Embryo töten und dabei stirbt auch die Mutter. Das heißt, ein schwangeres Rind muss getötet werden. Aber der Unterschied ist der, ein Rind bringt viel Fleisch. Ein so ein Rind mit Kälberserum, Embryo und so weiter und so fort gibt mehrere Tonnen Fleisch. Das kann man dann nämlich wie im Grunde Pilze auf Nährboden wachsen lassen. Also eine Petrischale, hat man schon mal gesehen, das sind diese runden Dinger, da drauf ist irgend so ein schleimiges Zeug. Dieses schleimige Zeug nennt sich Agar meistens, eine Agarplatte. Und wenn man diesem eben jetzt als Nährstoff noch dieses Kälberserum als Ausgangsmaterial, als embryonale Stammzelle, aus der halt eben jedes beliebige Fleischmaterial wachsen kann, zugibt und das dann mit Nährstoffen versorgt, viel weniger als das sehr ineffiziente Tier mit seinem eigenen Bioreaktor als lebendes Tier eben entsprechend braucht, viel, viel weniger, etwa 80-90%, da ist man sich gerade noch nicht so sicher, braucht man weniger an Nährstoff pro Kilo Fleisch als bei der lebenden Kuh, beispielsweise jetzt beim Rind. Und da kann man
echte Fleischzellen eben aus diesen embryonalen Stammzellen heranzüchten. Man ist noch nicht ganz so weit, dass man da Muskelfasern und Knafel und sonst wie noch alles reinzüchten kann, was bei einem echten Fleisch vielleicht dazugehört. Mir persönlich ist das ganz recht, ich schneide das gerne mal weg. Gibt eigentlich derzeit nur Hackfleisch, weil man halt eben diese Struktur dieser Muskeln, die da schon irgendwie wachsen, aber man kriegt nicht die richtige Fleischstruktur hin. Eines benutzten Muskels, der wirklich verwendet worden ist. Sondern man kriegt einfach nur ein relativ trockenes Hackfleisch. Man kann jetzt auch langsam Fettzellen züchten, damit das Hackfleisch nicht ganz trocken ist, damit auch noch ein gewisser Fettanteil einfach eben entsprechend mit drin ist. Und diejenigen, die das bisher probiert haben, beim Hühnchen muss man sagen, das schmeckt wohl wirklich wie Hühnchen. Das geht wohl sehr gut derzeit, weil das hat sowieso kaum Fettzellen im Fleisch. Also so eine Hähnchenbrust, die besteht ja nur aus Muskelfleisch und das Muskelfleisch kann man eben relativ gut züchten. Deswegen schmeckt das so gut wie das Original, ungefähr. Und die andere Sache mit dem Rind, da fehlt halt eben das Fett, aber ansonsten ist das halt ein trockener Burger, wenn man sich daraus zum Beispiel einen Burger brät. Die ersten, die hergestellt worden sind, hat der eine ein Burger, glaube ich, 100.000 Euro gekostet. So, oder 100.000 Dollar, also der erste Burger aus diesem Fleisch. Inzwischen sind wir, wenn wir es industriell produzieren würden, in größeren Mengen, das sind so die Schätzangaben, bei etwa 10 Dollar pro Burgerscheibe. Also so ein 125 Gramm Ding oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie groß die sein sollen, vielleicht auch 250. Ist ja ein Ami-Burger, streng genommen, also dann eher 250. Was pro Kilo dann irgendwas zwischen 40 und 80 Euro macht und das ist natürlich nicht bezahlbar. Also jedenfalls nicht wirklich. Allerdings sind sich alle, die daran forschen, einig, dass man das bald noch deutlich billiger hinkriegen wird und sie sind auch sehr zuversichtlich, dass man es irgendwann auch ohne Kälberserum hinkriegen wird. Dass man dann also die embryonalen Stammzellen, die man dafür braucht, auch aus sich selbst quasi beliebig oft klonieren kann. Da braucht man halt irgendwo einen Tank oder ein Gefäß, wo da ganz viele von drin sind und dann kannst du die immer wieder vermehren und das hört nie auf und du kannst die vermehren bis in alle Ewigkeit, im Idealfall. Ja? Das klappt noch nicht, aber man ist zuversichtlich, dass man das früher oder später hinkriegen wird. So ein Laborfleisch ist ein ganz und gar künstliches Produkt. Ja, das hat mit der Natur nicht viel zu tun. Aber das ist scheiße ressourceneffizient und schmeckt nach Fleisch. Also ich wäre definitiv dafür. Würde ich sofort kaufen, wenn es das bei uns gäbe, zu vernünftigen Preisen. Ne? Theoretisch ist es natürlich auch in der Herstellung viel günstiger. Theoretisch. Wenn man den Dreh raus hat, als echtes Fleisch. Und dann kannst du halt wirklich mal für ein Kilo Fleisch 2-3 Euro nehmen und das ist ein fairer Preis und dafür kannst du nicht, du musst dir nicht sicher sein, dass wenn du 2-3 Euro für ein Kilo Rind zahlst, das Rind wahrscheinlich sein ganzes Leben lang mit dem Kopf gegen die Mauer büff, um sein Leben zu beenden oder ähnliches gemacht hat. Ja, also Tierleid derzeit noch auf ein absolutes Minimum reduziert, irgendwann vielleicht ganz weg, aber das muss man halt, und da weiß ich, das wird es einige Leute geben, die damit Schwierigkeiten haben. Man muss dann halt akzeptieren, dass man hier ein Hightech-Produkt futtert und nichts Natürliches, nicht Natur. Grundsätzlich im gesamten Bereich Ernährung gibt es oft Möglichkeiten, mit moderner Biotechnologie, teilweise auch mit Gentechnik, hocheffiziente Nahrungsmittel mit geringstem Ressourcenverbrauch herzustellen, mit denen man sie schon ernähren könnte. Wird schwierig, das umzusetzen. Aber eigentlich wäre es eine Möglichkeit, unseren Weltressourcenverbrauch, gerade im Bereich des Essens, erheblich zu reduzieren. Gut, das war zum Thema Fleisch. Grundsätzlich ist zur Landwirtschaft, müssen wir auch noch angehen. Ja? Biolandwirtschaft, da gibt es eine große Studie dazu, die habe ich auch mal selber gelesen, weil sie mich sehr interessiert hat. Da war ich noch, die ist schon relativ alt, da habe ich glaube sogar noch. Oder entweder war ich gerade fertig mit dem Studium oder habe sogar noch studiert, die besagt, dass es rein technisch und rein rechnerisch möglich wäre, mit dem momentanen Bio-Landwirtschaftsstandard der EU, den haben sie jetzt einfach mal als Beispiel genommen, glaube ich, also jedenfalls irgendein nicht sonderlich heftiger Bio-Standard, aber schon Bio, also ohne Mineraldünger beispielsweise, ohne Tiermehl oder sonst irgendwas zum Kühefüttern, also so die Mindeststandards, damit es halt einigermaßen Bio ist. Ohne Pflanzenschutzmittel, also zumindest klassische Pflanzenschutzmittel, die nehmen schon Pflanzenschutzmittel, nur halt Bio-Pflanzenschutzmittel. Bio-Pflanzenschutzmittel sind auch nicht ganz harmlos, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Ja? Also Bio kaufen bedeutet jetzt nicht 100% nachhaltig kaufen, sondern lediglich besser als konventionell. Ja? Besser schon, aber auch noch nicht alle Probleme gelöst. Ne?
Das geht auch fast nicht. Außer in ganz kleinen Rahmen, beim Bauer um die Ecke natürlich. Ja, das geht schon, aber sonst wird es schwierig. Ja, und diese Biolandschaft, theoretisch wäre bei aktuellem Stand der Weltbevölkerung es möglich, die ganze Welt mit Biolandwirtschaft zu versorgen. Aber nur, wenn alle Vegetarier sind. Das ist der springende Punkt. Alle freiwillig Vegetarier sind und wir es hinkriegen, das Zeug gerecht zu verteilen und wir weggeworfene Nahrungsmittel, die in Deutschland ja wirklich ein richtig großes Thema sind, der Ressourcenverbrauch der weggeworfenen Nahrungsmittel, das ist schon erschreckend, die müssten wir ebenfalls auf Null runterkriegen. Dann, in diesem fiktiven Szenario, was kein Mensch für realistisch hält, aber theoretisch, rein rechnerisch, wäre es möglich, mit Bio-Nahrungsmitteln den aktuellen Stand der Weltbevölkerung mit den Ressourcen, die auf diesem Planeten verfügbar sind, zu versorgen. So, theoretisch. Da das praktisch nicht klappt, naja, ne? Weil selbst für den konventionellen Anbau, selbst wenn wir die Weltbevölkerung in, sagen wir mal, 30 Jahren oder was, mit konventionellem Landwirtschaft, ne, also mit Dünger, mit Glyphosat, mit allem Pipapo, versorgen wollten, müssten wir den Ertrag, den weltweiten Ertrag, nochmal um 30% steigern. Das heißt, das muss noch industrialisierter werden, auf gut Deutsch. Man braucht eventuell an manchen Orten auch wirklich genverändertes Saatgut. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass eben durch den Klimawandel immer mehr wieder mit Trockenheit und Dürren oder auch Starkregen, der die Ernte vernichtet oder sonst irgendwas, was die Ernte vernichtet, zu rechnen ist. Und das muss ja auch kompensiert werden in den Ernteausfällen. Weshalb man, wenn man das mit einbezieht, mit ca. 40-50% Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz bis ins Jahre 2050 rechnet. Jo, und dafür brauchen wir noch mehr landwirtschaftliche Fläche. Ja, und wo soll die jetzt herkommen, wenn insbesondere die Desertifizierung noch zuschlägt? Also sprich die Wüstenentstehung. Nur mal ein Beispiel an Problemen, die da eine Rolle spielen. Und der Meeresspiegel. Wenn zum Beispiel Grönland abschmilzt, stärkt der um 7 Meter. Jetzt könnt ihr mal gucken, wenn ihr irgendwie in Hamburg wohnt, wo ihr denn, auf welcher Höhe ihr wohnt. Und euch dann mal überlegen, vielleicht blöd. Ja? Oder wir machen die Niederländer und bauen überall Deiche. Geht natürlich auch. Aber... Alles nicht so gut. Alles nicht so gut, ne? So. Und Grönland schmilzt übrigens. Ich habe es mir angeguckt. Es schmilzt. Hab's angefasst und es hat geschmolzen. Nein, aber es schmilzt wirklich. Man sieht es absolut. Ich mache da auch noch keine Sorge. Gibt es noch Bildmaterial dann. Aber man sieht es absolut. Ja, also ohne hochindustrialisierte Landwirtschaft sind wir nicht zu ernähren. Deutschland kann sich nach aktuellem Stand so gerade so, wenn man wirklich alle zur Verfügung stehenden Flächen nutzen würde und hochtechnologisierte Landwirtschaft und nicht Bio. Deutschland kann man Bio nicht ernähren. Mit der Verfügung als Deutschland allein, ja, ohne irgendwelche Importe und sonst was. Aber konventionell ginge es gerade so. Ja? Das nur mal so am Rande angemerkt. Theoretisch. Also wir müssen da definitiv irgendwie umdenken, allein weil die Landwirtschaft muss effizienter werden, allein einfach immer nur alles Bio machen, wird nicht die Probleme lösen. Und das Problem mit der Landwirtschaft ist vielleicht sogar eines der größten überhaupt, in Kombination damit, dass uns halt die Ernten verrecken könnten, dass es dann wirklich zum Problem werden wird, uns Menschen satt zu kriegen. Ja? Wir sind dann so viele, das könnte echt ein Thema werden. Das macht mir ein bisschen Sorgen, nachdem ich dazu recherchiert habe. Was sind denn mögliche technische Lösungen? Naja, besseres Saatgut, noch besseres Saatgut. Das wird ja weiterentwickelt, seit es Saatgut gibt. Ja, also seit wir die Landwirtschaft erfunden haben. Anderes Saatgut, mehr Arten, mehr, also nicht nur Weizen, 6000 Hektar Weizen, sondern 1000 Hektar Weizen, 1000 Hektar Roggen, 1000 Hektar Einkorn, 1000 Hektar Emmer, irgendwie sowas in der Richtung. Einfach damit man anderes Zeug auf dem Feld hat, weil im Fall einer Katastrophe könnte es sein, dass zum Beispiel nur der Weizen betroffen ist oder nur der Mais oder was auch immer. Ne? Und die anderen Sachen gegebenenfalls nicht. Also mehr Diversität wird sehr angeraten in Anbetracht von möglichen Dürren, jetzt wie die letzten Jahre im Grunde. Also für die Landwirte ging es jetzt 2019 einigermaßen, war jetzt auch nicht optimal, aber ging. 2018 haben sie ja wirklich sehr, 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 sehr geklagt. Ne? Haben sie auch Geld für gekriegt, wir wissen es alle noch. So. Das sind die klassischen Lösungen für die normale Landwirtschaft. Es gibt aber noch zwei sehr, sehr schöne, sehr vielversprechende und vor allen Dingen auch spaßmachende und quasi ohne Nachteile ablaufende Alternativen neben der normalen Landwirtschaft.
Die normale Landwirtschaft können wir nicht abschaffen, das geht nicht. Aber wir können den Druck etwas reduzieren, indem wir Aquaponik und Urban Gardening ins Visier nehmen und uns darüber mal ein bisschen unterhalten. So, Aquaponik. Was zum Geier ist Aquaponik, wer das nicht kennt? Im Grunde, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ein großes Haus, ne? Ein hohes Ding, so, weiß nicht, 15, 20 Stockwerke, irgendwie sowas. Obendrauf haben wir ein Dach. Auf dieses Dach stellen wir jetzt ein Gewächshaus. In diesem Gewächshaus züchten wir beispielsweise Tomaten und noch ein paar Kräuterchen, irgendwie sowas. Vielleicht auch noch ein paar Zucchini, Brokkoli, ja, irgendwie so. Jetzt, da haben wir dann genug. Gut, das züchten wir da relativ oben unter dem Dach vom Gewächshaus. Ja, also so viel Platz ist da dann gar nicht mehr. Das durch das Gewächshaus, da haben wir da super Klima, da kann das toll wachsen. Licht kommt auch genug rein, weil es ist ja ein hohes Haus. Da haben wir den ganzen Tag also quasi immer Licht zur Verfügung. Die Sonne macht die Kurve und scheint immer da rein, weil es ist einfach der höchste Punkt in der Landschaft. Licht also immer verfügbar. Hocheffizientes Pflanzenwachstum. Das ist jetzt schon mal gut. Ja, soweit schon mal gut. Blöd ist jetzt beim konventionellen Pflanzenwachstum im Gewächshaus, man braucht immer noch Dünger. So, Kunstdünger kann man zwar herstellen, ist aber für die Natur wieder ein bisschen schwierig. Das muss man dann irgendwie weg. Dann gibt es wieder Nitrat im Grundwasser und alles wieder blöd. Und Grundwassernitrifizierung und so weiter. Alles doof. Also, besser wäre ein geschlossener Kreislauf. So, und wohin soll jetzt also das Pflanzenmaterial, was nur abgesehen von den Tomaten da so anfällt? Nach unten. Und was ist unten? Ein Fischbecken. Ja, also Aquaponik bedeutet Fischzucht plus Pflanzenzucht. Das beides in Kombination in einem sehr, sehr, sehr nachhaltigen, fast schon Perpetuum mobile Kreislauf. Denn die Fische unten füttert man mit dem Zeug, was bei den Pflanzen anfällt. Zum Beispiel auch mit den Bakterien, die im Wurzelraum leben, mit den verrottenden Pflanzenresten. Alles, was da halt so anfällt, was man nicht nutzen möchte, wie die Tomate selber oder die Gurke oder die Zucchini oder sowas. Da kann man verschiedene technische Lösungen machen, dass man das hin und wieder mal überspült mit dem Fischwasser oder das Überspülungswasser dann ins Fischwasser zurückleitet und so weiter. Aber es fallen Nährstoffe an, es fällt Nahrung an für die Fische. Wenn man jetzt genau die richtige Menge von Fisch im Verhältnis zu den Pflanzen da zusammenzüchtet, dann mampfen die Fische die Reste von den Pflanzen. Und womit düngt man jetzt die Pflanzen? Na, mit der Fischscheiße. Also mit den Hinterlassenschaften der Fische. Schlimmstenfalls auch mal mit einem toten Fisch, wenn irgendein Fisch vorher stirbt. Man kann natürlich auch die festen Hinterlassenschaften der Fische, die muss man dann irgendwie rausfiltern, ne? Die hinterlassen manchmal auch feste Hinterlassenschaften. Die kann man dann wieder auf den Kompost werfen und dann letztendlich auch wieder bei der Pflanzenerde mit untermischen. Und die flüssigen Hinterlassenschaften der Fische, die kippt man dann halt einfach quasi mit dem Gießwasser oben wieder drauf. Da gibt es verschiedene Systeme, wie das technisch zu lösen ist. Aber der Endeffekt ist trotzdem, man erzeugt Speisefisch. Wichtig ist Speisefisch, man erzeugt Nahrungsmittel und das alles in einem wirklich nachhaltigen Kreislauf und im Grunde könnte man das bei der Stadt der Zukunft auf jedes Haus draufstellen. Man kann dann allerdings leider, das ist der Haken, nicht obendrauf noch Solarzellen setzen, weil dann funktioniert es mit dem Gewächshaus nicht mehr so gut. Ja? Also da sind dann irgendwo die Grenzen erreicht. Muss man sich halt entscheiden, ob man Solarzellen draufklatscht oder eben Aquaponik. Was auch geht, ganz geniale Ideen, was ich auch schon gesehen habe, sind Wassertanks an den Seiten von Hochhäusern, also an der Fassade, wo Algen drin wachsen. Die kann man erstens so essen und zweitens könnte man sie auch wieder, wenn man im gleichen Haus, auch irgendwo gegebenenfalls im Dunkeln, Fisch braucht nicht viel Licht, könnte man dann da irgendwo im Hausinneren dann noch einen Fischtank haben und den halt mit den Algen, die draußen an der Fassade wachsen, entsprechend füttern. Ja? Also auch solche Möglichkeiten gibt es. Auch das ist streng genommen irgendwie ein Aquaponik-System. Irgendwie nicht so ganz, aber. Ne? Und dann könnte man wieder das Dach verwenden für Solarzellen. Oder alternativ, man klatscht die Solarzellen an die Fassade vom Gebäude und obendrauf die Aquaponik. Und dann gibt es solche schönen Überlegungen. Und die Stadt der Zukunft, wenn man das dann so nennen möchte, und die Städte werden zunehmen und wir werden auch mehr in die Stadt ziehen müssen, auch für Leute wie ich, die auf dem Land leben, wir brauchen einfach zu viel Platz. Ja? Wir haben ja gesehen, wenn wir alle in den Wald ziehen, hat jeder seine 14 Quadratmeter, 100 Meter Streifen. 14 Meter breit, 100 Meter lang, so rum. Wir brauchen einfach Platz. Das ist so. Und pro Person sollten wir nicht allzu viel versiegelte Fläche Platz verbrauchen. Also als Einzelperson mit saumäßig viel Wohnraum zu wohnen, ist ökologisch gesehen, natürlich kann man jetzt sich streiten, ob das jetzt nicht notwendig ist. Wenn jemand reich ist, dann soll er auch seine 6000 Quadratmeter Villa haben. Da kann man sich jetzt sehr streiten, aber ökologisch gesehen ist das alles doof. Ja? Mag ja trotzdem
gerechtfertigt sein für gewisse Personen. Ich will ja auch nicht, dass der Bundespräsident im Schuhkarton leben muss, zum Beispiel. Wenn er irgendwas repräsentieren soll, wäre das schwierig. Ne? Aber langfristig, ökologisch gesehen, nachhaltig, in Sachen der Nachhaltigkeit, so gesehen. Ne? Ja, das war die Aquaponik. Habe ich, glaube ich, umfassend, ist klar, was damit gemeint ist. Ist noch neu, man hat da noch keine großartigen Zahlen zu, inwieweit das, wie viele Leute das ernähren könnte und so weiter. Aber das Prinzip finde ich richtig, richtig cool. Das hat definitiv Potenzial. Und man forscht da weiter dran, probiert da weiter rum. Und das ist, man kann das natürlich auch am Boden machen. Ja, man muss das ja nicht aufs Dach vom Haus klatschen, selbstverständlich. In den Innenhof oder irgendwie, was auch immer. Wenn genug Licht ankommt. Man kann ja auch mit Spiegeln arbeiten und solche Späße. Auch das geht. Urban Gardening, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, also an mir geht das jedenfalls, habe ich keine Möglichkeit daran vorbeizukommen. Da gibt es Innenhofgärten in Berlin beispielsweise, gerade eben auch zum Teil als Maßnahme der Armutsprävention, dass die Leute da also quasi in ihrem eigenen Plattenbaublock in der Mitte einfach einen großen Garten sich anlegen, mitten in der Stadt und da Zucchini, Tomaten, Kartoffeln, was auch immer. Eben entsprechend anpflanzen, teilweise im Hochbeet, also in Kasten, Erde rein, kann ein bisschen höher stehen, kann man da schön im Stehen, ohne sich bücken zu müssen, wunderbar arbeiten, eine tolle Sache, möchte ich auch mal haben. Gerade Evelyn ist begeisterte Gärtnerin, wird immer mehr begeisterte Gärtnerin und ja, vielleicht experimentieren wir auch mal so ein bisschen in die Richtung, also vor allen Dingen sie. ich bin ja lieber Wald, alles wächst von alleine, man muss nicht viel machen. Aber klar, ist ein Thema und in den Städten einfach die Grünflächen nicht nur als Grünfläche dastehen zu lassen, damit sie grün sind, sondern sie auch zu nutzen zur Nahrungsmittelproduktion, wäre dann in der Zukunft sicherlich immer mehr ein Thema und da gibt es jede Menge Projekte. Hat man keinen Platz, gibt es auch sehr tolle Ansätze mit zum Beispiel an der Wand hängenden Blumentöpfen, ne? Wo dann die Tomaten einfach runterwachsen und dann trotzdem entsprechend Tomaten produzieren. Am Balkon hängende Blumentöpfe, wenn man da ein bisschen kreativ ist und auch vertikale Flächen eben entsprechend. Vertikal? Ist das vertikal? Das ist vertikal, ja. Das weiß ich auch immer nicht. Auch mehr nutzt, dann kriegt man eigentlich einen Haufen Biomasse und einen Haufen Gartenfläche zur Anpflanzen von Gemüse und so weiter und so fort, auch in die Stadt. Und das bietet auch wieder jede Menge Potenzial. So, das sind die beiden Abweichen von der normalen Landwirtschaft. Zukunftstechnologien, die mir persönlich am besten gefallen. Da mag es noch mehr geben, aber die zwei kenne ich und finde sie gut. Flächenversiegelung. Flächenversiegelung ist nochmal ein ganz, ganz großes Problem, denn Landwirtschaft braucht Platz. So, Wohnraum braucht Platz. Wenn wir mehr werden, brauchen wir mehr Wohnraum. Wohnraum wird auch immer teurer. Das ist scheiße. Die Politik versucht das zu bekämpfen. Ich kann es gut verstehen. Ich will auch nicht, dass Wohnraum teurer wird. Da habe ich auch keine Freude dran. Ökologisch betrachtet jetzt allerdings wiederum, muss Wohnraum teurer werden. Weil wenn wir mehr werden, und im Grunde der Platz nicht mehr wird, selbst wenn wir mehr Gebäude aufstellen und neu bauen und alles bebauen, was irgendwie bebaubar ist, dann stoßen wir irgendwann trotzdem an die natürliche Grenze der Bebaubarkeit, denn wir haben nur einen Planeten. Ja? Und einfach nur immer neu bauen ist scheiße. Das ist scheiße. Und wenn die Politik das möchte, dann ist die Politik eben auch entsprechend scheiße. Was wir viel mehr machen müssten, aus meiner Sicht, wäre irgendwelche leerstehenden Gebäude irgendwie wieder als Wohnraum zur Verfügung stehen, weil die Fläche ist schon versiegelt. Wenn man jetzt da wohnt oder nicht da wohnt, wenn man nicht da wohnt, ist Verschwendung schlicht und ergreifend. So, das wäre jetzt also der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Flächenversiegelung deswegen auch ein Riesenproblem sein wird, weil wir gleichzeitig zur Landwirtschaft und dem Wohnraum auch noch, hier, das da, Wald entsprechend brauchen werden, weil als nachwachsende Ressource ist Holz zumindest in der Übergangszeit, bis wir aus dem Nix irgendwelche Kunststoffe aus tolle Kunststoffe für tolle Kunststoffmöbel aus was weiß ich was erzeugen können, keine Ahnung, aus der Luft, wie auch immer das gehen soll, wird Holz als Übergangstechnologie benötigt. Einfach als Baustoff. Klar kann man auch mit Bambus bauen, aber das ist dann nicht mehr nachhaltig, wenn du den erst irgendwo her importieren musst, wo der denn wächst. Ja? Also für Leute, die Bambus vor Ort haben, ist das ein Thema. Für uns hier in Deutschland nicht. Für uns hier in Deutschland ist als Baustoff nach wie vor das Beste. Auch wenn man natürlich auch ein bisschen mit Hanf arbeiten kann, mit anderen Lignocellulose-Pflanzen, immer noch Holz. Deswegen werden wir auch weiter Wald brauchen. Und
Es ist ja eine unbeliebte Meinung von mir, aber ich weiß nicht, wie lange wir uns noch 30% Waldfläche leisten können. Wenn wir noch mehr werden, dann brauchen wir mehr Bauland, dann brauchen wir mehr Landwirtschaft, dann brauchen wir, streng genommen brauchen wir auch mehr Wald, weil wir dann auch mehr Holz brauchen. Aber ich glaube, das, was am ehesten verschwinden wird, wenn der Platz richtig, richtig knapp wird, wird zuerst der Wald sein. Da bin ich pessimistisch oder realistisch, je nachdem, wie man das dann nehmen möchte. Vergessen wir nicht das Problem mit der Flächenversiegelung und insbesondere Bauraum und Infrastruktur natürlich, noch mehr Autobahnen und so ein Zeug oder riesige Solarpanelanlagen, also wirklich richtige Felder davon, das braucht einen Haufen Platz, weshalb wir die Windkraft nicht vergessen dürfen, weil die braucht nicht einen Haufen Platz, die versiegelt nur wenig Flächen. Auch der Betonfuß von dem Ding versiegelt nicht viele Flächen, ja. Also das ist schon viel, 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 viel besser. Gerade was den Platzbedarf angeht, und deswegen darf man sie nicht ignorieren, meiner Meinung nach. Boden als Ressource darf man nämlich auch nicht vergessen. Und der ist deswegen auch wichtig, weil wir brauchen ja Wasser. Ja, vergessen wir das liebe Wasser nicht. Haben wir nur noch zu betonierten Boden oder nur noch Boden unter Landwirtschaft, der auch nicht viel Wasser speichern kann, dann wird das Thema Grundwasser sehr schnell ein großes Problem. Weil nur Waldboden in der Lage ist, bis zum gewissen Grad auch noch Weiden- und Wiesenboden und natürlich auch landwirtschaftlich genutzter Boden bis zum gewissen Grad. Aber so richtig das Wasser halten, wenn immer mehr Starkregenereignisse da sind und die müssen dann genutzt werden, weil woanders kommt das Wasser dann gar nicht mehr her, wenn es keinen normalen Regen mehr gibt, sondern nur noch Starkregen, dann brauchen wir eine gewisse Waldfläche, um den Regen auffangen zu können, damit der Regen auch langfristig verfügbar ist, damit Wasser im Ökosystem verfügbar ist und auch auf den Feldern. Klar kannst du die bewässern, aber wenn du gar kein Grundwasser mehr hast, mit dem du die bewässern kannst, dann kannst du sie irgendwann auch nicht mehr bewässern und dann sind wir wieder alle tot. Ne? Und deswegen ist es sau schwierig und wird eine große Herausforderung an die Zukunft sein, ein Kompromiss zwischen Wald, Landwirtschaft und Siedlungsfläche eben entsprechend zu finden. Und ich persönlich behaupte, dass die Siedlungsfläche, das ist jetzt nur meine Meinung, und dazu gibt es zwar Zahlen, aber da kannst du jetzt wirklich nicht sagen, dass die jetzt universell und super, super belegbar sind. Und da muss man sich wirklich sehr streiten bei diesem Thema. Aber meiner persönlichen Meinung nach und meiner Einschätzung nach müssen wir dringend gucken, dass wir die Siedlungsfläche, den Ausbau der Siedlungsfläche, drastisch reduzieren bis hin zu stoppen, mehr in die Höhe bauen. In die Höhe bauen mag nicht so schön aussehen, aber tut der Welt nicht so weh, beziehungsweise der Erde nicht so weh, wie wenn wir halt noch mehr Fläche versiedeln und am besten noch zubetonieren. Und spätestens, wenn uns das Wasser alle geht, dann werden wir uns daran erinnern, dass es eine doofe Idee ist, überall nur Beton hinzukippen. Ja? Windräder versiegeln keine Fläche. Die machen einen kleinen Pfropfen innerhalb einer ansonsten sehr gut aufsaugbaren Waldlandschaft. Ja? Mag sein, dass die hässlich sind. Okay, man braucht die auch nicht mögen, aber Fläche versiegeln tun sie nicht. Man braucht gar nicht viel sagen zum Thema Flächenversiegelung. In Anbetracht dessen, wie lange ich schon labere, ist das jetzt eigentlich ein kleiner Punkt. Aber er ist existenziell. Der ist wirklich, wirklich existenziell. Wenn wir nicht irgendwie es schaffen, unseren Verbrauch an Fläche für uns persönlich zu reduzieren und vor allen Dingen auch unseren generellen Güterkonsum zu reduzieren, dass wir einfach weniger Scheiß kaufen, wird auch wichtig. Ich arbeite dran. Evelyn ist da sehr hilfreich. Die besitzt so gut wie gar keinen Mist. Die rät mir immer davon ab, wenn ich mir irgendeinen Scheiß, den ich eigentlich nicht brauche, kaufen möchte, dann werde ich da gleich getreten und damit wird wirklich weniger. Ja, ich habe schon ganz lange keinen Mist mehr bestellt. Wenn ich was bestelle, dann meistens Outdoor-Kram. Ja, meistens Outdoor-Kram. Gut, dafür besitzt sie einen Haufen Bastelzubehör. Basteln. Na egal. Jedenfalls. Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft generell einfach erkennen, dass wir aus dem Konsumzeitalter, wo du Konsumieren damit begründen konntest, dass es gut für die Wirtschaft ist, da müssen wir irgendwie raus. Wir können nicht länger bei unseren begrenzten Ressourcen auf diesem einen Planeten, den wir nur haben, weiterhin es toll finden, wenn du dir dann ein fünftes Auto kaufst. Ja, das muss. Auch das Kfz an sich, es geht ja langsam in die richtige Richtung, meiner Meinung nach, aber das darf auf keinen Fall ein Statussymbol sein, ja. Halte ich für ganz, ganz, ganz falsch. Ich mag ein schönes Auto, finde ich auch attraktiv. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich fahre auch eigentlich gerne Auto, also den Prozess an sich. Aber das ist trotzdem falsch. Ja? Auch wenn man das gerne macht. Das ist so wie Fleisch essen. Das ist auch falsch. Wenn ich mir jetzt aussuchen muss, will ich Auto fahren, will ich Fleisch essen, dann esse ich lieber Fleisch und fahre lieber kein Auto. Ja?
sofern dann die Möglichkeit gegeben wäre, bei mir im Dorf ja zweimal die Woche im Bus gefühlt. Nee, aber zweimal am Tag. Aber trotzdem, mit dem Bus kommst du fast nirgendwo hin, mit dem Fahrrad geht schon. Ja, also ich habe da schon Möglichkeiten und ich versuche auch künftig nur dann mit dem Auto zu fahren, wenn ich es unbedingt muss. Das, meistens ist auch gar nicht so sehr das Problem, wo ich losfahre, sondern mehr das Problem, wo ich hin möchte, weil viele Locations, in denen ich im Wald was angucken möchte, dann muss ich zum nächsten Waldparkplatz, damit ich halt nicht den ganzen Tag da zu Fuß unterwegs bin. Ich habe auch nicht unendlich Zeit. Grundsätzlich kann man das zwar machen, aber das ist bei mir ja nicht nur Freizeit, sondern auch beruflich bedingt. Und das macht schwierig. Ach ja, ja. Aber genereller Konsum einfach, und das hat auch der ein oder andere in die Kommentare geschrieben, auch in dem zweiten Kommentar, der mich sehr geärgert hat, ist das die eine Wahrheit, die drinsteckt. Den habe ich euch jetzt noch gar nicht vorgelesen, den mache ich irgendwann mal. Wir müssen weniger konsumieren, wir brauchen einfach weniger Scheiß, ne? Weniger Klamotten, weniger Bratpfannen von mir aus, weniger von allem eigentlich. Ja? Weniger Platz, weniger Möbel, nicht so oft neue. Vor allen Dingen das. Möbel können theoretisch viele hundert Jahre halten. Vielleicht wäre es gut, wenn wir einfach mal wieder vernünftige Möbel kaufen, richtig schöne Holzmöbel vom Schreiner, dass die einfach wieder so sehr angefragt werden, dass sie auch ein bisschen billiger werden, dass es einfach mehr Schreiner gibt. Das wäre schön. Wird das passieren? Nein. Nein. Ist das realistisch? Nein. Ich glaube nicht. Na, wer anderer Meinung sein möchte, auch da wieder. Bitte gerne. Ne? So. Jetzt haben wir viel geredet. Konsum ist böse. Ach ja, wir haben zu viel individuelle Mobilität zum Thema Autofahren. Das hatte ich mir nämlich noch aufgeschrieben. Ja. Müssen wir denn alle individuell mit unserem eigenen Fahrzeug genau exakt an den Punkt fahren können, wo wir hinwollen? Natürlich ist das praktisch. Ja. Ich mache es ja auch gerne. Aber müssen wir das alle? Nee. Und daher... Es ist übrigens Zufall, dass dieses Video kurz vor dem Klimaplan unserer GroKo erscheint, ja, beziehungsweise zeitgleich damit. Ich habe es vorher aufgenommen, ich kenne den Klimaplan unserer aktuellen GroKo nicht. Und so politisch muss ich jetzt sein, ich mag auch unsere aktuelle GroKo nicht. Ja? Ich gehöre aber keiner Partei an und mehr will ich zu meinem politischen Wahlverhalten und so weiter und so fort auch nicht sagen. Und abschließend möchte ich sagen, trotzdem... werden wir irgendwann zu viele sein auf dem Planet. Und dann wird irgendwann, auch wenn wir jetzt uns vielleicht nochmal mit Technologie für 100 Jahre oder sowas oder vielleicht auch für 200 Jahre oder ich weiß es nicht, vielleicht, nicht, muss nicht klappen, aber kann, aus der Scheiße ziehen können, wird irgendwann der Punkt erreicht sein, wo wir wirklich zu viele sind. Wo dann wirklich das ganze System zusammenbricht. Sei es, dass es dann doch mal irgendwann einen Krieg gibt, sei es, dass es dann irgendwann eine große Seuche gibt. In der Natur ist es ja so, wenn du eine Art in Überpopulation hast, die irgendwann alles dominiert und alles zu vernichten droht und ihr Ökosystem selbst zu zerstören droht, dann passiert es entweder und danach ist die Art tot, ja? Oder auf ein Minimum runter reduziert und erholt sich nur ganz, 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 ganz langsam. Oder es kommt irgendein Eingriff, wenn man so möchte. Und wenn man jetzt der Natur, das geht natürlich nicht, das ist auch nicht wissenschaftlich, einen Willen unterstellen möchte, dann ist es dieser Eingriff, der dann oft in Form von irgendeiner Seuche passiert. Hat man zum Beispiel bei den Fuchsbeständen. Werden die zu groß, kriegen sie die Räude, sind sie alle tot. Ja, nicht alle, aber viele. Und schon sind sie nicht mehr groß. Und dann haben sie wieder Zeit anzuwachsen. Dann kriegen sie wieder alle die Räude und dann sind sie wieder alle weg. Ja, so in dem Sinne. Das ist insbesondere bei Tieren, die keine besonderen natürlichen Feinde haben. So. Oder es wird über die Nahrung geregelt, das wäre dann im Fall der Wölfe. Die reproduzieren sich einfach nicht, wenn sie nicht genug zu essen kriegen. Ganz einfach. Ja. Leider ist das bei uns nicht so einfach. Leider können wir das nicht kontrollieren. Und naja, irgendwo auch leider haben wir zumindest von der Natur mitgegeben, biologisch bedingt, einen Reproduktionstrieb. Ja, wir wollen uns ja gerne reproduzieren. Und ich glaube, an dem Punkt, wo wir uns selbst das Nachkommen haben, verbieten müssen, weil wir einfach zu viele sind, wird das zu sehr, 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 sehr vielen Problemen führen, weil das mag vielleicht bei China noch funktioniert haben. Aber ob es so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Und so richtig toll fanden die Leute das ja auch nicht, aber man hat es ja trotzdem durchsetzen können. Wenn wir weiter in einem demokratischen System in irgendeiner Art und Weise leben wollen, dann glaube ich, wird das wirklich verdammt unpopulär, wenn mal jemand sagt, so ab jetzt... Reproduktionsverbot. Ja, nicht mal Ein-Kind-Politik, sondern Reproduktionsverbot. Und das wird ein Riesenproblem werden, weil wir wollen uns reproduzieren. Wir werden das auch weiterhin wollen, weil wir letztendlich dann doch immer noch Säugetiere auch irgendwo sind. Und ja.
Ich hoffe, dass ich das nicht mehr erlebe und es mich vielleicht eventuell sogar noch nicht mal mehr betrifft. Gleichzeitig muss ich sagen, ich kenne ein paar Leute, die sich bewusst aus ökologischen Gründen gegen die Reproduktion entschieden haben und gesagt haben, ich will keine Kinder in die Welt setzen, das tut denen nicht gut und die Welt ist schon voll genug, das muss nicht sein. Davor habe ich einen Mordsrespekt. Also wirklich einen Wahnsinnsrespekt habe ich davor. Das ist echt schon, ja, ne? Wird sich zeigen, keine Ahnung, aber es ist eine Überlegung wert, vielleicht. Ja. So, viel erzählt. Jetzt fühle ich mich gut. Jetzt habe ich das auch mal gesagt. Und vielleicht ja für den einen oder anderen von Interesse gewesen. Und falls jetzt noch jemand zuguckt. Ich wünsche einen schönen Abend. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich habe auch gar keine Uhr dabei. Die Sonne geht gleich unter. Ach so, ich muss mir noch was zu essen machen. Es gibt ein Gasköcherchen. Töpfchen drauf. Und ins Töpfchen kommt dann rein. Nicht sehr nachhaltig, aber ich habe ja in Bayern, ne, eine Zeit lang gelebt und ich habe Leberkäse, Sauerkraut, auch die fränkische Bratwurst, die fränkische wohlgemerkt, ja, hat nichts mit Oberbayern zu tun, sehr schätzen gelernt, ja. Und jetzt gibt es hier eben dieses gerade diese Oktoberfestwochen und da gibt es diese furchtbaren Mikrowellengerichte und die sind scheiße. Verbietet mir, dass ich sowas essen soll. Lieber Staat, verbietet mir das. Aber das haufe ich mir jetzt trotzdem in den Topf. Ne? Also kann man auch im Topf warm machen. Da muss man ein bisschen Öl dazu und dann kann man das anbraten. Erst den Fleischkäse, dann Leberkäse, je nachdem. Dann den Kartoffelbrei und dann das Sauerkraut. Das braucht am wenigsten lange. Und dann kann man das schön, das geht ganz, ganz gut. Ja. Ich wünsche mir einen guten Appetit. Und euch sage ich jetzt aber wirklich Tschüss.